So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe Steffen dabei. Hallo. Und wir gucken uns heute an UR Denver gegen BG, also Calgary Trails. Sieht man auch nicht alle Tage, kann man sagen. Also UR Denver schon. Ja, das stimmt. Aber wobei UR Denver jetzt auch durch den Hit, durch den Bann, deutlich schlechter geworden ist. Ist das schon mit Bann? Ja, das ist schon mit Bann und das ist deutlich schlechter, sie auch in Anführungsstriche zu setzen. Man sieht auch, sind Charter Calls als Ersatz drin, wenn ich es richtig gerade gesehen habe. Gut, ich hatte nicht gesehen, ja, ist okay. Man kann halt Karten ziehen. Das macht's halt gut. Ich bin gespannt, ob der blaue Dude noch da drin ist. Der Öldude, ich weiß nicht, wie er heißt. Der Öldude. Öldude finde ich gut. Der Mercenary. Frickson Mercenary oder so ein Quatsch. Genau, da haben wir. Das ist ein Delver. Delver. Delver im Delver-Deck. Meistens kein gutes Zeichen. Ja. Mal gucken, ob der sofort blind flippt. Das ist immer das Spannende. Ja, meistens ja nicht. Green Sun. Dryad? Ja. Was sonst? Keine Ahnung. Spannend, da ist sogar ein Grist drin. Ja. Das ist also Biggie Chains. Also wir haben ja öfter am Channel tatsächlich Bug Chains in Torben. Ja. Da ist es immer wieder sehr spannend, was er so damit treibt. Aber Biggie Chains? Ich habe mal ein Biggie Chains gebaut mit ganz viel Turbo BG, habe ich es genannt, oder so Turbo Chains. Das hier ist ja wirklich ein Midrange Chains Deck. Ja. Beat für 3. Hier der kurze Hinweis. Für das Biggie Chains Deck habe ich noch keine Deck-Tags oder sonst was. Man kann das aber tatsächlich nachschauen über MTG Goldfish. Ist tatsächlich die Möglichkeit, die Fishcake-Series einfach zu verfolgen, auf der wir diese Turniere aufnehmen. Und das war ein Samstag und damit ein Fishcake-Turnier. Oh ja. Gute alte Competitive-Turnier. Immer wieder schön. Macht immer wieder Spaß. Ja. Und jetzt haben wir die Yassine nach dem Accombat. Spannend. Ponder, Trigger. Das ist ein Charter Calls? Das ist, glaube ich, ein Charter Calls. Ja, ich glaube auch. Days, Bubble, Ponder. Ja. Bubble into Days. Wäre jetzt so mein Go, den ich machen würde. Sieht auch so aus. Wird auch genau so gemacht. Dann, ja stimmt, den Ponder wegwerfen. Ein Safekeeper. Der ist gut. Der ist gut. Kann man Länder opfern, um Hexproof zu geben. Nee, Short sogar. Genau, Draw, Stays. Sehr, sehr schöne, klare Linien. Ich meine, hier fährt mit Whatever. Würde ich auch sagen. Um nachzuvollziehen. Da ist ein nicht Golgari-Charm, sondern wie heißen die Typen denn? Der grün-schwarze Charm aus Frickshaven. Witherbloom? Witherbloom, yes. Da könnte er da -1/-1 geben und könnte -3/-1 und könnte einen Landzug auf die Hand nehmen. Da kommt Stace. Wow. Wird bezahlt, wow. Mensch. Wow. Spirit Guide. Oh mein freaking God. Das ist natürlich eine Ansage. Das ist natürlich auch geil. Ja, schon. Also den Move muss man halt auch erstmal bringen. Uff. Da wurde was weggelegt. Die Frage, ob jetzt. Ah, schade. Wenn er jetzt damit Delirium bekommen hätte, wäre natürlich nice. Ja. Genau, wild. 3 Karten. Und geht das Land wieder. Damit kann man jetzt. Hat man jetzt ein Land auf. Ich glaube, Länder war nicht wirklich auf der Hand. Nee, aber ich glaube, das ist eine Seven Library, oder? Kann das sein? Ja, Seven Library war dabei. Der Safekeeper war dabei. Mal gucken. Fetch Push. Also grün-schwarz ist schon schön, muss ich kurz mal sagen. Ja. Ah, der Safekeeper. Safekeeper. 3 Länder zum Schützen des Safekeepers. Da ist nochmal ein Charter Calls. Das könnten 2 Hardcards sein. Boah, 100 auf 12 Leben. Das ist natürlich schon unangenehm. Brainstorm. Okay, kein Charter Calls. Merkt halt noch ein Dragon Rage Channeler. Yes, den könnte man jetzt wahrscheinlich. Oh, Fetch Dragon Rage Channeler wahrscheinlich, würde ich von ausgehen. Ja, gehe ich auch von aus. Der ist ziemlich gut und man hat, glaube ich, immer
ob man echt keine vier Teile drin hat. Auch die Bubble auch drin, oder nicht? Doch, mittlerweile müsste man Land, Bubble, Instant Sorcery, also Days und Ponder sind drin. Also, ich verstehe halt nicht, wie der da sterben konnte, ehrlich gesagt, beim letzten Mal. Aber ja, vielleicht hat er auch verzählt. Oder wir verzählen uns. So, drei Mana. Das ist die große Preisfrage. Ich glaube, man hat immer noch kein Land. Seven Larry und Push. Mal pushen. Den DRC logischerweise, der macht nämlich eine ganze Menge Blödsinn. Ja. Und dann kann man, da ist auf jeden Fall schon so eine Prince auf der Hand. Beat für eins. Dann Library. Ja. Ja. Kann man nichts gegen tun. Vom Prinzip her, was glaubst du? Wer ist hier vorne? In dem Match jetzt oder im Matchup? Im Matchup. Boah, gute Frage. Ich weiß nicht, wie stark Delver abgenommen hat durch den IE-Ban. EI-Ban, Entschuldigung. Und wie gut es Midrange handeln kann. Ich glaube, dass Bugchains schon die Möglichkeiten hat, Delver lang genug runterzudrücken, um sie dann im Midrange einfach tot zu prügeln. Hm. Oder in Combo zu gehen halt. Was Chains ja nun mal kann. Natürlich ist es da aber auch die Interaction auf Seiten von Ur Delver durch die vielen Counter-Spells gar nicht mehr so niedrig. Ja, das stimmt. Aber boah. Es fehlt, sag mal jetzt hier mit dem Dude. Ist das schon ganz gut, was man hier macht, denke ich. Ansonsten vom Prinzip her, vom Sideboard und so weiter, glaube ich tatsächlich, dass wir hier nicht Upper Clans, sondern doch sind es Upper Clans. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Eurolands, irgendwas, die sind richtig schön. Ja, das stimmt. Da ist der Apprentice. Auch schön. Und da ist auch eine Chain auf der Hand. Da kommt sie und... Ja, rum. Tadam. Was jetzt passiert? Man wirft 10.000 Mal die Handkarte ab und lässt 10.000 Mal den Gegner ein Leben verlieren. Man kriegt ein Leben. Genau. Das ist die Kombo. Spannend. Grün Sideboard, wahrscheinlich Endurance, wahrscheinlich... Carpet? Carpets, auch sehr gut, ja. Da war ein... wie heißt das nochmal? Wo man, wenn der Gegner einen Wald hat, eine Kreatur so aufs Deck legen kann? Submerge? Submerge im Sideboard von Whatever. Auch spannend. Ja, ich sag mal, vom Prinzip her kommen wir jetzt vom Ding her. Mulligan? War das ein Mulligan von Whatever? Ich glaube, es war ein Mulligan von Whatever. Da ist es immer ein bisschen problematischer. Nicht so viele Handkarten gerade. Nee, leider nicht. Ja, da haben wir klassischen Start mit Fetch Volcanic. Ja. Spannend. Denke ich auch. Ist immer wieder interessant, wie halt Fetch Volcanic. Gut ist. Fetch Volcanic Ponder. Das ist der klassische Start. Vor allem finde ich es immer wieder ganz gut. Volcanic zeigt halt, glaube ich, aktuell sehr gut, was du spielst. Aber es könnte jetzt in diesem Fall halt, gerade wenn es jetzt halt Game 1 wäre, was es nicht ist, aber was es sein könnte, halt auch Chantel oder sowas sein. Ja. Bei dem Start hätte ich erstmal so, wenn ich es nicht weiß, gedacht, okay, entweder Delver oder Chantel. Ja. Wasteland, Force. Sieht aber nicht gut aus. Ne, wird geschaffelt. 1-0 Biggie Chains vorne. Glaubst du, das ist natürlich ein Vorteil, dass man ein Game vorne hat? Ja. Vom Prinzip her ist es was, wo du mit gerechnet hättest. Also ich finde es halt super interessant, immer wieder auch so Ideen einzufangen, Gedanken einzufangen. Weil wenn ich Biggie Chains höre, sehe ich halt nicht, wie das gegen das Tier 1 Deck irgendwie eine Schnitte hat. Interessante Aussage. Ich hätte nicht mit gerechnet, aber es auf jeden Fall für eine Möglichkeit gehalten. Ja. Ist auf jeden Fall ein Dark Red auf der Hand. Spannend. Ich weiß allerdings auch nicht, wie viel Counter Ur Delver vom Borden spielen, ob die noch Counter Borden. Tatsächlich wurde hier kleiner Fehler getestet. Und kleiner Fehler ist eine großartige Karte. Das ist der, okay. Miner Misstep. Ach ja, dankeschön. Und, der immer deutsche Karten spielt, weiß nicht, wie die Karte heißt. Sehr gut. Und ja, das wurde ausgedrückt. Ich sehe aber auch schon, da ist ein Prize of Progress. Das ist ja natürlich, uff. Der Dude.
Lesnar Break. Ah, das ist dieses andere Break mit allen Kreaturen gegen einen Schaden. Ja, natürlich nicht schlecht. Ponder. Ah, ich wollte jetzt sagen, warum guckt man noch eine Karte an? Das ist Surveil. Ja, es ist Surveil. Da geht ein Daze geworfen, ja. Force, Wasteland, Bubble. Mhm. Das nicht gerade eben geschaffelt. Nee, hat man nicht, man hat es draufgelassen, stimmt. Boah. Bubble spielen, Wasteland wegtun, Force ziehen. Ich glaube, dafür ist nicht richtig schon gestackt worden, aber ich weiß es nicht. Okay, es wird genau andersrum. Man macht das Force wird weggeworfen und das. Oh, ist eine Chainer Smog. Stark. Und dann wird das Wasteland gezogen. Spannend. Chain zu sehen ist natürlich schon mal super interessant für den UR-Spieler, weil er jetzt weiß, okay, ein Combo-Piece ist auf jeden Fall auf der Hand. Okay, da ist noch ein Wasteland. Man könnte, aber ich weiß gar nicht, was ich machen möchte in diesem Fall. Manchmal ist es ja auch so, dass man Wasteland einfach als Wasteland spielen kann. Fürs Mana, meinst du? Genau, einfach fürs Mana, ohne es zu benutzen, zu cracken oder sonst was. Aber das passiert natürlich nicht so häufig. Sonst sehe ich da Endurance. Ja, Endurance ist natürlich auch stark. Gerade gegen sowas wie Dragon Rage Chandler reinbringen, alles drunterlegen, blocken, ist schon stark. Und da ist er auch, aber ohne Block. Aber der hat doch Flash. Der hat doch Flash. Warum? Hä? Okay, geschaffelt und runtergelegt. Den hätte man richtig wahrscheinlich flashen lassen. Wahrscheinlich wollte man sicher gehen, dass der kommt. Irgendwie Daze oder so. Oder nicht ein Card, aber den hätte ich durchgehen lassen. Vielleicht Angst vor, dass man es zu spät macht, vor wegen Murktide oder sowas. Ich weiß nicht, wie gut BG Chains Murktide handeln kann. Nee, auch nicht. Ich glaube nicht so gut. Glaube ich nämlich auch. Okay, zwei von den Dingen. Wasteland. Chain. Lightning auf die Dry Lava. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich muss ehrlich sagen, nicht. Da geht ein Submerge und ein Fetchland. Wasteland. Damit habe ich gerechnet. Sind die jetzt? Nee, die sind nicht. Dicht Delirium, die müssen nicht angreifen. Ist keine Kreatur drin. Ja. Fehlt eine Sache. Ja, Land Sorcery Instant. Kein Land. Aua. Das ist schwierig. Da geht's los. Ponder. Ponder hätte ich wahrscheinlich sogar genommen, oder? Es kann sein, dass er schnell ans. Naja, der. Nee, es bringt ihm nichts. Er kommt nicht an der Endurance vorbei. Die hat ja Reach. Ja, und vor allem 3-4. Ja. 3-4 ist, glaube ich, hier der Hauptaspekt, der halt hier echt anstrengend wird. Dann hätte ich Daze eventuell auch genommen. Ja, es hätte gut sein können. Daze hätte man hier nehmen können. Murky. Ist der gut genug? Ich kann diese Runde noch nicht casten. Hat man schon Land gespielt? Ah, das ist ein Wasteland. Das sind zwei Murkys. Zwei Murkys und Waste. Spannend. Wasteland, man hier das Wasteland? Nee, oder? Das ist doch bad. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Spielt man das Wasteland? Ich würde das hier wirklich sogar keepen alleine. Wenn er ein Fetchland hat und Basics hat, sucht er jetzt nach einem Basic. Ja. Anders wäre höchstwahrscheinlich in der Mana-Situation für ein Duel gegangen und dann hätten wir ihn richtig kalt nochmal erwischt. Murky mit plus 4. Warum wird das Sub? Aha, man kann das Submerge oben drauflegen. Ja. Mit, wie heißt es, Sanctuary? Nee, ja. Doch. A Mystic Sanctuary. Ja. Dieses Nicht-Upgrade auf der Hand, das macht mich so fertig. Und es schießt halt auch 3 Schaden, das zerstört auch einen Artefakt. Oder, was ich viel lustiger finde, man gibt allen Kreaturen, glaube ich, 1 Damage. Ich habe keine Ahnung, welche Karte das ist. Das ist so ein, oder man macht keine 3 Schaden, sondern macht sie relativ neu?
Die ist relativ neu. Irgendwer wird es jetzt schon lange in die Kommentare geschrieben haben und sagen, oh, ja. Blackie, du bist so doof. Sind es nur dich, dass du dir sagen sollst, okay. Bin ich gewohnt. Boah, hier ist auch irgendwann ein Dark Red auf der Hand. Was hat man dann? Go? Wird wahrscheinlich gewastelandet. Dann sieht man da gerade. Das ist ja das Drawland, richtig? Ja, gehe ich schon aus. Dark Red. Okay. Force hatte man nicht, also kommt Dark Red. Dark Red. Das könnte jetzt gut werden. Spannend. Hexe into Chain auf mich selber. Das wäre jetzt gut. Das wäre stark. Das wäre gut, aber ich glaube, die Hexe war nicht im Deck drin oder war zumindest nicht gesehen. 2, ja. Ist das ein Wishclaw? Das ist ein Wishclaw. Das habe ich nicht erwartet in dem Deck. Ich auch nicht. Das ist die Frage, warum man dann hier das zweite Dark Red gezogen hat. Okay. Man sucht. Irgendeine Karte. Aber was nimmt man denn hier? Was suchen wir denn da? Warum? Ich kann den vor allem für drei Schwarze? Ja, ich weil. Ich bin echt verwirrt. Der Wizardblumen kostet grün. Das hat er im Moment nicht. Chain hat er auf der Hand, wissen wir. Ein Spirit Guide. Oh. Dann kommt schwarz jetzt und grün. Der Apprentice. Oh, das wäre jetzt natürlich strong. Oh. Oh, oh das. Okay, was wird jetzt? Was ist passiert? Doch, der. Mit drei Karten nimmt ein Land und minus 3, minus 1. Ja, nimmt man wahrscheinlich den Fort oder das Fetchland. Duel, okay, spielt das Duel. Bin ich so ein Land gespielt? Ja, hat man. Boah, für die zwei Schwarzen. Eine Chain? Auf ihn. Ja, aber die wirft man aber zurück, dann wirft man doch das Land wieder ab, was man gerade geholt hat. Ja. Der zu und der geht nach Wishclaw. Ja, der zu war richtig verrückt. Also nicht negativ, sondern einfach, ich kann ihn nicht wirklich verstehen. Ich auch noch nicht. Es wirkt ein bisschen wie Dinge tun, weil ich Dinge tun kann. Das Gefühl habe, Dinge tun zu müssen. Ja. Man hat vor allem jetzt den Wishclaw. Also ja. Hätte, glaube ich, nicht wahrgenommen, dass man den Wishclaw hat. Nee, ich glaube auch. Weil mit dem Wishclaw können wir jetzt einfach cool Stuff suchen. Oder wir willen einfach nicht zurückgeben. Ja, geht's, oder? Ja, schon. Ja, so. 1-1. Boah, das war spannend. Aber ich glaube, hier muss man irgendwie reagieren zumindest. Weil so ein Murky tut halt schon weh. Ja. Surgical ist eigentlich nicht gut. Warum nimmt man jetzt kleine Feder wieder rein? Vielleicht wegen Days. Wegen Dark Reds? Vielleicht wegen Days. Weil Days keine gute Karte ist. Also hier geht es wahrscheinlich besser, wenn man die anderen Sachen macht. Charter Course, ein Delver. Wie Dan Mulligan gewesen. Der Lightning Spell auf der Hand ist ein Lightning Bolt. Sieht das wie ein Chain Lightning? Chain Lightning ist runtergegangen. Und das ist ein Lightning Bolt, ja. Okay. Chain Lightning ist runtergegangen. Und da ist der Lightning Bolt. Du hast lange kein Rot mehr gespielt, mein Freund. Ja, nee, das ist nicht der Punkt. Aber ich wusste nicht, wie viele Bolts spielt denn Delver mittlerweile. Wieder mehr. Ich glaube 5 okay. oder 6. Das erklärt's. Okay. Ich war bei 4. Dann nimmt man den Delver wegen der Charter Course. Die sind halt kacke dann. Das ist keine Kreatur, nix. Durch krass, wenn jetzt irgendwie von der Top irgendwie den Kreatur droppen würde. Ja, das wäre sehr stark gewesen. Ja. Land go wahrscheinlich, oder? Ja, kommt was, oder? Ja. Ist das ein Wishclaw? Wishclaw! Das ist ein Wishclaw. Gute Karte. Dann. Kein Land. Bitte.
Das ist der Typ, der Shot gibt. Safekeeper? Safekeeper auf der Hand, yes. Da ist er auch. Ja, gute Karte, tatsächlich. Einfach nur zum Saven. Finde ich auch in dem Deck sehr, sehr stark. Ja. Und Fetch, darauf würde ich auch fetchen anstelle von Big Chains. Macht es für manche Decks einfach sehr unangenehm, mit der Kombo zu interagieren, wenn die Kreatur schon liegt. Ja. Spricht aus Erfahrung. Es wird wahrscheinlich drauf geboldet, damit man ein rotes Mana Wasteland hat. Das ist nicht schlecht. Ja. Bam. Okay. Das damit habe ich nicht gerechnet. Nee. Ponna kommt. Bring Rage. Auch so gut. Days sind wieder drin. Das ist eine spannende Entscheidung, weil für die Leute, die es nicht wissen, Days ist eine Karte, die man on the play, also am Anfang zu spielen, drin lässt, aber rausnimmt, wenn man on draw ist, also wenn man derjenige ist, der eine Karte zieht. Hat die Bewandtnis, dass, wenn man on the play ist, spielt man eben eine Kreatur für einen Mana. Und wer den Gegner was versucht zu removen mit einem Ein-Mana-Spell, kann man dazen. Das setzt einen zwar eine Runde zurück, aber dann hat man nur den Startspieler übergeben, sozusagen. Genau. Wenn man jetzt allerdings on the draw ist und der Gegner spielt einen Ein-Mana-Spell, man spielt einen Ein-Mana-Spell, der Gegner spielt zwei Mana-Spell, den man dazed, hat man 0 Länder zu 2. Und das tut schon weh. Ja. Also es ist halt richtig schmerzhaft. Und da muss ich halt sagen, da sind wir halt auch an einem Punkt, wo ich sage, oh, da weiß ich nie, wie gut das wirklich war, sowas zu machen. Green Sun. Phase gleich 1. Spannend. Weil, na gut, man könnte so einen Mana Dog spielen. Wie heißt der? Ignoble? Ignoble Hierarch. Der wäre ganz witzig, beziehungsweise Birds of Paradise geht halt immer. Ja. Oder man einen zweiten Safekeeper. Ja, ein zweiter Safekeeper wäre natürlich auch richtig strong. Das wäre richtig. Ach du Günnis, ein Scented Swarm. Habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß genau, Wording nicht mehr. Fliegend, wenn der angreift, kann der Gegner im nächsten Zug, glaube ich. Nee, in diesem Zug. Wenn er angreift, kann den Zug keinen Spell mehr casten. Genau. Und man hat hier lustigerweise keine Möglichkeit, damit anders zu interagieren. Also es ist genau nur noch das tatsächlich und sonst tatsächlich nichts anderes mehr. Spannend. Und wenn man jetzt mit dem Angriffen hat und der Gegner nichts mehr spielen kann, dann ist es halt rum. Wird hier der Murky noch gespielt, einfach zum Bounce. Ja, macht Sinn. Wieso findest du, macht Sinn? Also es würde Sinn machen, den auf die Hand zu nehmen, dann wird er wieder gespielt, damit er geforst. Ah, alles klar, verstehe. Also im Ding, damit man halt irgendwas forcen kann. Jetzt hat man natürlich kein Force mehr auf der Hand. Mhm. Das heißt, wenn der Spieler jetzt in Combo geht, dann ist halt richtig bitter. Gut, wenn der liegt, greift er mit dem Ding an und geht dann in Combo, machst du auch nichts mehr gegen. Also ist von daher ja Removal. Also er ist dann geschützt nur gegen Counter. Nicht gegen Removal als solches. Nee, wieso? Ja, egal. Nee, er darf kein Spell mehr spielen, das ist korrekt. Aber du kannst den ja vorher removen. Vorher, ja, das geht, klar. Genau, also das geht halt. Dann, sonst ist er natürlich komplett geschützt, klar, weil du halt keine Spells mehr spielen darfst. So ist es richtig. Aber. Gut, hier gewastet, ich würde gewastet landen, ne? Mhm. Ist jetzt die Frage: Ein Mana, was macht man mit einem Mana? Man hat ja nichts für einen Mana. Nee, man. Guckt. Ja, man könnte ja noch ein Lanz ziehen oder so. Aber. Ja, hier ist fertig. Draw. Dragon Rage Chandler. Gute Karte. Mhm. Spannend. Das ist ein Dark Red auf der Hand, ein Chains. Und was ist das? Was ist das noch? Wieder Extended Swarm? Ich kann es nicht erkennen, das ist. Ich auch nicht. Aber scheint irgendwas Grünes zu sein. Dark Rid ist nicht stark genug. Hier irgendwas zu Dark Ritten. Also ich wüsste nicht warum.
Man könnte Darkwood spielen, man könnte searchen, man könnte dann einfach jetzt versuchen zu gewinnen. Also man könnte jetzt einfach für den Win versuchen zu gehen. Aber es spielt, glaube ich, nicht um Days rum. Nee, das nicht. Draw, wenn man jetzt ein Land zieht, haben wir noch ein Days rumgespielt. Boah, passiert ja nix. Christ, oder? Ja. Days. Das ist ein Planeswalker, der Sachen zerstört. Ja, der hätte den Dragon Rage halt abgeräumt. Ja, aber du musst, glaube ich, einen Dude sacrificen. Ja, das stimmt. Er hätte erst gemailt, um den Token zu kriegen. Und dann. So. Land wieder gespielt. Christ wurde gedazed. Das heißt, man hat. Das ist glaube ich, ein Xandez, warum es auf der Hand ist. Jetzt kommt ein Darkwood. Jetzt wird spannend. Mhm. Chalakos, zwei Murkies und ein Schockland. Da searcht man jetzt wahrscheinlich dann für den Win oder nicht. Hier geht man auch jetzt dann für den Win. Ja, würde ich jetzt auch von ausgehen. Wenn man jetzt den wie heißt der nochmal? Witherbloom Apprentice. Genau, dann chaint man sich wieder selber und hat entweder gewonnen oder verloren. Ich glaube, bei der Hand jetzt aber gewonnen. Das würde ich auch sagen. So, Dark und Damage. Und er wird nicht gecountert. Und selbst wenn, countert man ja erst, nachdem der Gegner sich selber zweimal gechained hat. Auf sich selber. Da ist noch eine Fairy und ein Ding drauf. Das war stark. Ja, gutes Spiel. Ja, 2-1 Big Chains, krass. Tier-1 Deck weggeknallt. Mit einem coolen Fringe Deck. Ja, ein sehr schönes Match. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr das Video gerne positiv werden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.